Ja, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich darf Sie im Namen des Gemeindekulturverbands Mosbach auf das Recht herzlich begrüßen zum 5. Mal, 3 Wochenende, 3 Samstage in der Republik Muschbisch. Diese Aktion ist wunderbar angelaufen und heute bei so einem strahlenden blauen Himmel, bedeckt mit unserem Fallschirm, was kann er schöner sein, da am Millilaferee-Platz zusammen einen wunderbaren und schönen Abend zu feiern. Mit Müspiern, mit Auswärtigen, mit Zugereisten, mit Bekannten und Freunden und mit einer Band, die Gott weiß woher kommt. 145 Kilometer sind sie eben angereist. Sie kommen mitten aus dem Ruhrpott. Sie kommen aus der großen Stadt Essen. Das liegt direkt neben Gelsenkirchen, also Schalke 04. Da kommt ihr Mann, der zu spät gekommen ist. Aber Gott sei Dank, dass du ihn gefunden hast. Der Gitarrist hat eben schon gesagt, ihr wohnt ja hier wie im Schwarzwald. Da gehe ich mal von aus, ihr werdet demnächst Urlaub in Mosbach buchen, genau. In der Republik. Dann könnt ihr nächstes Jahr umsonst spielen. Dankeschön. Tja, wir sind hier hingefahren und dachten, das wäre Urlaub. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf mal kurz den Ablauf des heutigen Abends sagen. Die meisten kennen ihn schon.
Wenn Sie vorne das kleine weiße Zelt sehen, dann müssen Sie einen Becher erwerben für 3 €. Dann bekommen Sie ein Getränk. Diese Becher können Sie an allen 3 Samstagen benutzen. Zum gleichen Zeit an der Kasse erhalten Sie rote Chips für die Getränke, egal was Sie trinken. Diese, oder wenn Sie heute Abend nach Hause gehen, haben noch 10 Chips in der Tasche, was natürlich schade wäre, können Sie auch an den nächsten Samstagen verwerten hier. Das ist also gar kein Problem. Essen gibt es auch dort hinten, das muss bar bezahlt werden, dass es kein Durcheinander in den Kassen gibt. Sie werden bedient von 2 super Gesangvereinen heute Abend. Das ist einmal der Gesangverein, der die erste Schicht macht, von 17 Uhr bis 22 Uhr. Der Gesangverein Hoffnung Lichtenberg unter dem ersten Vorsitzenden Manuel Puhl. Die zweite Schicht von 19 Uhr bis ans Ende von dem größten Männergesangverein in der Republik Murspich nach der Eintracht, die Eintracht mit ihrem ersten Vorsitzenden Christoph Steiger, die gleich da oben sind. Wenn es an den Tränken scheitern sollte, wenden Sie sich an die Bedienung, Sie werden prompt beliefert. Des Weiteren möchte ich mich bedanken bei freiwilligen Helfern, Sponsoren unserer hiesigen Firma, Sponsoren unserer Banken. Sonst wäre es nicht möglich, so ein Fest heute Abend und die nächsten 2 Samstage zu organisieren. Wenn Sie Bedürfnisse haben, auf die Toilette zu gehen, haben wir auch natürlich dran gedacht. Von mir aus gesehen rechts hier rüber ins Rathaus rein, da sind Toiletten für Damen, für Herren, für Kinder und für ganz kleine Kinder. Dort sitzt eine Toilettenfrau, die für Ordnung und Sitte sorgt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nächsten Samstag geht es weiter, das ist der 25. Juli, mit einer Band, die vorher auch hier gespielt hat. Sie kommt aus unserer Nachbargemeinde in Friesenhagen. Die meisten kennen sie. Sie hatten vorher sehr viel Erfolg hier und haben gesagt, spontan vorher, wir spielen in diesem Jahr auch wieder hier in Mosbach. Und am letzten Abend, das ist der 1. August, spielt eine hiesige Band hier mit Mühlspieljungen und Mühlspielmädchen, die hier bei der Langen Nacht auch schon vorher gespielt haben, spielen kommenden in 14 Tagen bei uns hier, 3 Samstage in Mosbach und anschließend das Wochenende danach am 8. August bei der Langen Nacht in Mosbach. Ich wünsche euch heute Abend viel Vergnügen, viel Spaß bei herrlichem Sonnenschein und gutem Durst und darf Sie nun übergeben an die Band aus dem Ruhrpott aus Essen. Sie sprechen so einen Dialekt, das kann ich nicht wiedergeben. Sie stellen sich gleich selber vor. Recht herzlichen Dank, dass ihr hier in die Republik gekommen seid. Hoffentlich habt ihr Spaß daran, heute Abend hier Mosbach zu unterhalten. Dankeschön. Danke. Vielen Dank.
so like a ball, oh yeah. When you're rocking and rolling, you can hear my word, oh yeah. Girl, I miss the money. Girl, I miss the money. Da gucken könnte ich auch. Alle. Ich weiß gar nicht, wo muss ich eigentlich auch gucken? Ich hätte auch gerne Klavier auf dem Monitor. Wo sitzt der Ansatz? Hier auf dem Monitor, wollte auch, ne? Sven, sag mal kurz. Kommen alle zusammen, Klavier auf dem Monitor. Wo sitzt alle zusammen? Klar. Wir auf dem Monitor. Sven, auch. Sven, mal kurz eine Frage, wo muss ich denn hingucken? Wo ist denn unser Ton? Da hinten, kurz vor dem Sparkasse. Ah, da bist du. Okay, glaub, also vor allem ein bisschen mehr Klavier auf dem Monitor. Ich hätte gern 2 Grad mehr auf den Lampen. Das ist mir ein bisschen kühl langsam. Ja, ist ja gut. Was ist mit dir los? Mach eine Mützchen auf, immer. Zack, so geht das bei uns zu Hause immer. Schön warm. Und jetzt sagt er. Das war Mercenary Baby. Jetzt kommt ein Song, den Sie bestimmt kennen, wenn Sie ein bisschen älter sind oder die Beatles mögen. Der Gitarrist ist schon in den Startlöchern für den nächsten Song. Baby, you can drive my car. Baby,
Metallica. Wir haben übrigens auch ein paar CDs dabei. Ich weiß nicht, ob es schon erwähnt wurde von meinen Kollegen. Wir haben einen Film rausgebracht, eine DVD. Wer jemals die Idee hatte, Musiker zu werden, soll sich diese DVD erst einmal angucken. Wenn er immer noch Lust hat dazu, hat dann auf jeden Fall machen, diese Karriere. Aber dieser Film ist auf jeden Fall wichtig, den muss man sehen. Fast beinahe berühmt, ein Film über uns. Now it's disco time. Play the funky music.
und die Cemetery Twins aus der Rudel. Wir haben jetzt noch wieder ein paar schöne Rock'n'Roll-Songs parat, Blues-Songs, Soul-Songs. Dieser Song ist ein Rock'n'Roll-Song von Carl Perkins im Original, aber er war ein Hit für Elvis Presley in den 15er Jahren, das ist schon so lange her. Elvis war, glaube ich, jetzt 80 mittlerweile. Well, it's warm on the morning, keep on the show, thinking of getting ready. Down, sign my face, sign my name all over the place. I do anything that you want to do. Lay off my shoes, don't you? Sell my blue shoes. Well, you can do anything with all of my blue shoes. Well, it's a blue shoes. Hat ja auch schon in den 60er Jahren mit Hits gehabt und große Erfolge gefeiert. Und ein Song
aus den 60er Jahren. Spielen wir jetzt von Ihnen. Der Song heißt Sign, Seal, Deliver. I'm yours. Rocken nochmal eine schöne Ballade, die wir auch selber schreiben. So was machen wir auf Tour, auf Langfahrten im Bus oder im Hotel. Du nicht? Wieso nicht? Du schreibst nur Blues, ne? Heute war die Fahrt zu kurz. Heute war ein bisschen kurz in der Ballade. Schneller Song machen. Der Song ist aus einer Zeit, als wir wirklich lange Strecken gefahren sind. Und da ist mir ein Song oder uns ein Song eingefallen über New York City. Deep down in the bar.
to the sound of New York City, ringing in my ears, everybody on the same. Never ending. Solid as a stone. We talk about the happy years ahead. I just can't say what happened. Now we're both alone. Right it on a wall, string of red. Of New York City, ringing in my ears, back on the same, all the rage to me. And now he's in the baby star, here she, come on. Yeah.
Überhaupt gut verstehen können mit unserem Ruhrgebiets-Slang. Geht das einigermaßen? Ich weiß ja nicht. Wenn wir nach Bayern kommen, hätten wir heute. Wir haben ja einen jungen Mann aus Bayern. Ich bin auch in der Schweiz, ich bin eigentlich gar nicht aus Bayern, ich bin da zufällig geboren. Und das ist ja ähnlich schlimm. Ist ja ähnlich schlimm. Ich hoffe, ihr versteht uns. In Bayern gucken sie immer ein bisschen blöd, wenn wir am Sagen machen. Ich gucke immer blöd und verstehe sie. Okay, ich habe das Gefühl, Rock'n'Roll geht gut hier in. Morsbach, also machen wir einen schönen alten Little Richard Song aus den 50er Jahren. Es gab mal eine Unterhaltungsshow in den 90er oder 80er eher war es noch, da war ich ganz klein, durfte ich nicht gucken. Genau, die hieß so wie der Song, den wir spielen. Mit einem der wunderbarsten Vocal, also Gesangsintros überhaupt in der Rock'n'Roll-Geschichte. Nämlich so. Thank you.
Wetter. I Get Soul von Johnny Nash. Schlagzeuger, der Benny, mein Zwillingsbruder, hat noch einen wunderbaren Rock'n'Roll-Song für euch und heißt 20 Flight Rock. Stay away, so I walk about 2, 5, 3, 4.
Hier die Cochran und 25 Rock. So, wir machen eine kurze Pause. Gleich geht's hier nochmal richtig rund auf der Bühne. Bis gleich. Vielen Dank. Platz. Wir haben jetzt einen Song, den ihr bestimmt kennt aus dem Blues Brothers Film. Der heißt Sweet Home Chicago. Baby, don't you wanna go? Come on, baby, don't you wanna go?
Thank you.
ocean and love. Well, she's the girl in a red beard.
Hexe Viva Belinda.
cross me, baby. I'm waiting for you to come. And if you forgot my number, come over, you don't have to call at all. Marktplatz, auf einen schönen Rathausplatz, meine ich. An der Gitarre heute Abend für euch, Mr. Achim Schief. An der Bassgitarre aus Essen-Wundscheid, Mr. Sven Hiller. Am Schlagzeug, seit über 30 Jahren hinter mir, mein Zwillingsbruder Benny Korn. Piano and vocals. Piano and vocals with Sebastian Korn. Yeah, pump it up. Well, together we stand, the bottom we fall. Come on, the people, let's get on the phone, work together. Because together we were scared of it all, yeah, we were never found. I said 2 or 3 minutes, or 2 or 3 hours, what time of memory, if I works out while I work together. Dass es euch gefallen hat. Schönen Dank. Wir
müssen natürlich gleich Feierabend machen, weil das natürlich auch ein bisschen, ja, irgendwann mal Ruhe sein muss hier bei euch. Und wer uns unbedingt mit nach Hause nehmen will, der kann das auf CD oder DVD tun. Wir haben noch jede Menge davon irgendwo im Koffer. Kann uns gerne ansprechen. Hier haben wir noch einen schönen Song und wer uns vielleicht wiedersehen will, wir sind nicht so weit weg. Im Oktober sind wir wieder in Netphen am 24. Oktober zusammen mit Peter Rüchel, dem Mann, der den Rockpalast erfunden hat. Und wer Lust hat, der fährt einfach mal nach Netphen am 24.10. Come on!